Hallo und willkommen zurück, meine lieben Damen und Herren. Wir sind wieder in Kochkeeper. Heute auch mal wieder dabei, der liebe Batu. Wir haben in der letzten Folge bei Batu nochmal die ganzen Bosse, also nicht alle, aber einige, nochmal gespawnt und drauf geschwitzt, dass wir die Statuen bekommen. Hat auch fast perfekt geklappt, nur bei einem hat es nicht ganz geklappt. Ja, das hat ein paar Problemchen gemacht. Das hat nicht gleich funktioniert. Der Rest hat beim First Try sogar funktioniert gehabt. Aber hilft halt nichts. Werden wir aber trotzdem noch schauen, dass wir es bekommen. Andere Sache bei mir jetzt. Wir sind wieder zurück. Ich glaube, ich habe jetzt nicht großartig was gemacht, außer die Türen schon mal eingebaut. Genau, und ich habe mir jetzt hier unten die ganzen Schleimböden schon mal genommen. Ich merke, dass wir vom Giftschleimboden nicht gerade so viel haben. Darum weiß ich nicht, ob das reichen wird. Es ist auf jeden Fall egal. Jetzt am Anfang. Was ich auf jeden Fall auch noch dabei habe, sind die Steingeschütztürme, weil wir haben kein Materialien gerade für die automatischen Geschütze. Die tauschen wir dann aus, aber ich möchte jetzt einfach mal anfangen, dass wir einfach mal endlich Schleime haben. So, Leute. Ja, ich baue hier alles voll mit Schleimboden. Und rein theoretisch müssten dann da drauf die ganzen Schleimis spawnen. Wie gut das klappt, werden wir sehen. Gut, die Dinger schießen natürlich jetzt auch so. Auch auf uns, das ist halt das Problem, was wir dann mit den automatischen Geschützen nicht haben. Erstens machen die mehr Schaden. Zweitens sehen die noch cooler aus. Und drittens machen sie uns halt einfach keinen Schaden. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie gut das klappt. Normalerweise müsste das alles funktionieren. Das ist genau der Boden dafür. Also sollten die Teile drauf spawnen. Das Einzige, was ich nicht weiß, ob das bei den Schleimen, so wie jetzt zum Beispiel in Minecraft ist, dass man da nicht ausgeleuchtet sein darf. Was aber, finde ich, dann keinen Sinn machen würde wiederum, weil wir ja bei den Schimmelleuten auch das Problem hatten, dass die uns gespawnt sind und da war ja alles ausgeleuchtet. Also eigentlich gar nicht. Arthur hat sich freiwillig und sofort, ohne dass ich was gesagt habe, hat er gesagt, ich gehe heute Galaxit fahren. Hat auch gar keinen Grund dafür, dass wir 1000 Galaxit brauchen. So, der Schleim, der blaue Schleim macht uns, oder gibt uns so einen kleinen Eisslide-Effekt. Effekt. Er sagt Effekt, Junge. Wahnsinn. Ah, jawohl. Der erste blaue Schleim ist gespawnt. Und sie schießen ihn ab. Aber es dauert 13 Jahre, weil die Dinger keinen Schaden machen und extrem langsam sind und die blauen Schleime halt so viel aushalten. So, bei den anderen ist aber noch nichts gespawnt. Das wundert mich. Die blauen sind instant im Spawnen gewesen. Weiß ich nicht, an was das liegt. Vielleicht, aber es funktioniert. Das ist das Wichtigste. So, ich möchte natürlich jetzt ganz kurz auch mal schauen. Wo hast du gesagt, in der Skalitkiste? Ach, da habe ich ja auch noch Kisten. Stimmt. Und ich werde mir mal die anderen Böden nehmen, weil ich weiß gerade nur nicht genau, wo man das macht. Hier. So, Leute. Ganz anderes Ding. Wir haben jetzt noch übrige Schleimböden und wir können aus 10 Schleimböden jeweils immer einen Schleim craften. Und damit könnte ich dann heute. Nein, könnte ich nicht, weil das mechanische Teile ohne Ende frisst. Aber wir könnten die Schleime schon mal zu Ende bringen. Oder durchbringen. Das wäre mal ganz cool. Wir haben von dem Giftschleim wahrscheinlich nicht genug. Aber ich ziehe halt einfach mal durch. So viel, wie wir machen können. 23 aus über 100 Böden. Das ist natürlich nicht viel. So, blauen Schleim.
Da können wir deutlich mehr machen. Brauchen wir gar nicht so viele. Haben wir 113 jetzt. Und Magma brauchen wir insgesamt 120. Das kriegen wir sogar auch zusammen. Aber mehr als genug. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr gut. Sprich, wir könnten uns einen Spawner schon mal, glaube ich, machen. Oder? 90 Giftschleim. Nein, können wir nicht, weil mir mechanische Teile fehlen. Da werde ich jetzt einfach mal ein bisschen shoppen gehen, auch wenn wir nicht genug shoppen können. Weil die Dinger leider immer nur auf 5 begrenzt sind für einen kurzen Zeitraum. Und ich verstehe leider nicht ganz, warum. Ist das so? Dann schaue ich mal immer nebenbei. Das wäre natürlich ganz cool, wenn wir das haben. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal den Morpher-Scanner gemacht. Das ist der blaue Schleim. Blauen Schleim, den werden wir in der Küste finden, an der Küste. Ich scanne ihn einfach mal. Und dann schauen wir mal, wo er ist. Vielleicht bin ich wieder mal dran vorbeigelaufen. Oder geschwommen. Ne. Das ist eher die rechte Seite. Beziehungsweise eigentlich die Mitte, genau. Auf 1400 ist der am Spawn. Okay. Morpher, die aquatische Masse. Haben wir schon mal den ersten. Das ist sehr gut. Was ich jetzt mache, weil wir das noch haben und noch nicht gemacht haben, weil ich noch keinen Raum gebaut habe, und Bartu auch noch nicht, haben wir nicht mehr von den Wüstentempel Wänden, also Blöcken. Ich hatte 240 in die Kiste gelegt. Weil das sind eigentlich nur, wenn ihr auf die Karte schaut, das sind die Labyrinthe oder diese Dungeons in der Wüste. Das sind die gleichen Blöcke. Ich, vielleicht bin ich blind. Ach. Ja, ne, alles gut. Ich hab die hier unten noch in der Doppelkiste. Weil ich da ja rumgebaut habe, so muss ich auch mal zurückholen. Okay, wir haben schon wieder einen blauen Schleim, der gespawnt ist. Ihr Wüstentempelblöcke. 250 habe ich. Schleim, blau, lilaner Schleim liegt rum. Nur kein Magma. Und auch kein normaler Schleim bisher. Aber sowohl blau als auch lila funktionieren schon mal ganz gut. Muss man dann sowieso schauen über Zeit, wie viel dabei rumkommt und ob sich's dann lohnt und so weiter. Ja, ich muss halt dann nur einmal mal einsammeln, aber das despawnt ja auch nicht, Gott sei Dank. Von dem her. So, ich brauche meinen guten alten Handschuhleuchter, Freund. Ich weiß halt nur, dass ich da mal mir dachte, hey, ich möchte da mal ausleuchten und muss jeden Block ausleuchten, um mich ein bisschen nur getriggert hat. Getriggert. Schauen wir mal, ob wir craften können. Aber das wäre schon. Doch nicht. Gut. Weil, wo macht man das? Ah, in der Kupferwerkbank. Natürlich können wir das craften. Ein Bettlein. So, ein Bettlein haben wir. Jetzt kann ich mal die ganzen Erze weglegen. Das ist jetzt egal. Dann brauchen wir eine Tür. Möchte ich mir am liebsten eine Holztür machen. Wenn ich es finde. Ey, das ist eine Holzzauntür. Ich brauche eine normale. Alter. So. Weißt du zufällig, wo wir dieses Item hingehabt haben von dem einen kleinen Spawner? Also von dem nächsten NPC? NPC. Ach ja, die Nuklearbatterie, genau. Werden wir kurz nochmal bemalte Böden brauchen. Hallo, Herr Kuh. Muss ich nämlich auch noch hier haben? Nee, habe ich hier nicht drin. Warum auch immer. Dann nehmen wir den Teppich. Wird aber nicht reichen. Schlecht. Dann nehmen wir den Korb. Ich sag nichts dazu, okay?
So, er kriegt hier ein richtiges Spezialbett. Und da ist er. Ein neuer NPC-Freund. Ach, und der verkauft die Ködersäule, damit wir den Wurm holen können, den letzten Boss dann. Verkauft ungewöhnliche Tränke, Mondkäse und den Gefahrenschutzanzug. Wenn man den hat, dreiteilig, dann hat man kein Problem mehr gegen Strahlungsschaden. Ich meine, der einzige Strahlungsschaden, den ich bis jetzt erlebt habe, waren entweder diese Alien-Strukturen, die ganz selten sind, oder halt diese grünen Kristalle. Aber trotzdem. Ich will ja nicht sagen, ne, aber die mechanischen Teile sind jetzt in dem Moment respawned, wo ich gerade mich aufregen wollte. Perfekt. Aber es hat trotzdem lang gedauert. Dafür, dass du gesagt hast, eine Minute oder weniger. Das Problem ist jetzt, für den Magma-Schleim hätten wir genug. Brauche ich halt 20 mechanische Teile, ich habe jetzt 9. Und für den Giftschleim brauche ich 90 Schleim. Da habe ich genug Teile, aber da brauche ich noch 50 vom Giftschleim. Und da werde ich beim besten Willen die nicht mehr zufällig in der Kiste finden. Deswegen, ja. Es ist natürlich ein Problem. Was haben wir da? Achso, okay. Ja, gut. So ist es halt. Hilft nichts, muss man halt besorgen, beziehungsweise muss man halt warten. Dafür haben wir die Schleimfarm, dass die aktiv wird. Und ihre Sache erfüllt. Ich kann ja mal durchlaufen. Boah, krasse Ausbeute. Bye. Okay, normale Schleime sind jetzt auch gespawnt. Magma-Schleime wurden auch schon abgeschossen. Sehr gut. Die normalen Schleime gehen natürlich jetzt gerade nicht kaputt, weil wir dafür noch keine Statuen haben. Weil die mir ausgegangen sind. Das ist halt eine Todesfalle, wenn du da in diese Schleimfarm gerade reingehst. Mit den. Boah, aber irgendwie cool ist es schon. Okay. Genau, und dafür habe ich ja hier oben jetzt auch nochmal eine Kiste extra platziert. Nehmen wir dann einfach mal so die Schleime rein. Und ich tue das jetzt mal auch kurz rein. Und das auch, weil ich gerne unsortieren will. Eine unordentliche Sachen hier, Sortierung. Ne? Genau. Gesundheit. Danke. Wisst ihr Bescheid? Das haben wir. Okay. Wie gesagt, jetzt müssen wir halt einfach nur warten oder halt nebenbei mal ein bisschen farmen. Und dann können wir den nächsten Scanner machen. Einzige, was ich mir gerade überlege. Wir haben hier noch mechanische Teile. Ja, weil Bart immer so blöd ist und die in die Kiste legt. Ich meine, so lieb ist. Für uns ist das natürlich jetzt Premium. Ich glaube, ich habe mechanische Teile und antike Edelsteine noch nie in eine Kiste getan, sondern immer in meinem Inventar, weil ich die ständig brauche. Genau, aber dann machen wir doch mal einfach den Magma-Schleim-Scanner. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wo denn der rumläuft. Der Igneus. Die laufen mir nicht rum. Ich scanne. Lol. Ja. Beziehungsweise du warst da fast dort. Weil ich habe das noch nicht aufgedeckt, aber auch auf 1400. Okay, also ich habe im Internet nichts gefunden, dass sie auf eine spezielle Höhe spawnen, aber sowohl der blaue als auch der Magma-Schleim, beide auf 1400. Deswegen habe ich irgendwie die Vermutung, dass das genauso zutreffend auch bei dem Giftschleim sein wird. Aber nur so eine Vermutung. 900. Macht denn das Sinn?
Also es kann sein, aber das. Ja. Okay. Ah, perfekt. Ja, okay. Alles klar. Aber wenn ich mir das so anschaue, dann haben wir. Ja gut, 900 haben wir nicht viel bis jetzt entdeckt. Nur hier unten den Zipfel. Dann werde ich mich da mal in der nächsten Folge auf die Suche machen. Vielleicht finde ich ihn einfach random. Oder ich spam halt auch einfach ein paar Schleime. Weil dann haben wir nämlich die Schleimbossis schon. Frage ist, was brauchen wir denn für den atlantischen Wurm, den aufzudecken? Das weiß ich gerade nicht mehr. Auch mechanische Teile und Solaritbarren, das geht dann eigentlich klar. Nur halt die mechanischen Teile nicht. Ja, aber an der Stelle, falls es euch wieder gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Schreibt doch auch einen lieben Kommentar. Wenn ihr euch denn freut, auch auf den 1.0 Release und ihr das Spiel auch schon lange verfolgt. Ich weiß, bin gespannt, ob da irgendjemand schon gespannt darauf wartet. Ansonsten schaut auch morgen wieder unbedingt bei Bartu vorbei. Und ansonsten hören wir uns übermorgen auf meinem Kanal wieder. Freue mich, bis dahin, bleibt gesund, haut's rein und ciao, ciao!